Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Montag hier kurz nach 5. Es ist dunkel geworden in Deutschland und das bleibt auch zunächst weiter so, obgleich die Tage in Kürze auch wieder länger werden. Also insofern spannende Aktion. Einerseits das, was uns umgibt, andererseits aber natürlich auch hier an den Märkten gegeben, denn Sie werden auch wissen, dass hier natürlich die Jahresabschlussrallye ja schon in vollen Zügen zugange ist. Da sind wir hier am Euro Stoxx 50, den wir hier in die Beschau nehmen wollen. Und interessanterweise scheint der Index auch noch nicht fertig zu sein, wie wir gleich erleben werden. Wir hatten unlängst eine Analyse dazu gemacht, die hier sozusagen den Ausbruch darstellte über das runde Level von 3100 Punkten. Hier sehr schön zu sehen. Dieses Widerstandslevel wurde hier aufgebrochen, ja, zum Nikolaus am 6.12. letztlich. Und dann ging es hier reihum nach oben. Letztlich ein kleiner Pullback wäre doch mal ideal gewesen, um sozusagen nochmal reinzukommen. Der Markt hat aber diesen Gefallen nicht getan, sondern ist hier konsequent nach oben angestiegen und auch mit Überwindung des Levels hier von 3161 Punkten ging es dann jetzt weiter nach oben. Sie sehen diesen gestrichelten Pfeil der damaligen Analyse im Anschluss des Ausbruchs, dass grundsätzlich hier Folgepotenzial ist, was sozusagen Preise im Bereich 3340, 3330 zulassen dürfte. Also die Marke von 3300 Punkten sollte, könnte hier durchaus noch geknackt werden. Also die Chancen dafür stehen definitiv gut, rein technisch gesehen. Und auch natürlich, das ist das, warum wir heute nochmal den Euro Stoxx 50 besprechen, vor dem Hintergrund, ob eben noch eine Kaufwelle bevorsteht. Denn ja, man darf hier sagen, der Euro Stoxx 50 neigt saisonal dazu, mit dem heutigen Schlusspreis weiter nach oben anzusteigen. Und das hier speziell sehen wir hier Euro Stoxx 50 bis zum 28.12. Also 7 Handelstage hat er das hier sozusagen vollzogen während der letzten 24 Jahre. Und das ist doch schon eine ganz interessante Feststellung. Legen wir mal hier den Button auf 28.12 sozusagen. Das ist natürlich eine umsatzschwache arme Zeit, aber der Index hat es eben hier vollbracht, ich meine knapp 70 Punkte im Schnitt zuzulegen. Verzeih, knapp 63 Punkte sind es. Hier sozusagen nach oben drauf zu legen. Und wenn wir uns das anschauen, vom aktuellen Pricing her, legen wir mal 63 Punkte nach oben. Der Markt ist ja jetzt nicht mehr allzu lange auf. Dann kommen wir hier genau in diesen Widerstandsbereich rein, eben über 3300 Punkte. Kann natürlich auch noch ein Stück weiter höher gehen, aber sieht so gesehen mal nicht schlecht aus. Der Index also hier durchaus mit Ambitionen, hier auf der Oberseite sozusagen sein, ja, sein Soll zu erfüllen, buchstäblich. Und diese Chance ist einfach mal gegeben. Wenn wir uns die Chance anschauen, sollte man natürlich immer auch auf das Risiko schauen. Hier, wie gesagt, keine Handelsempfehlung, sondern reine Information aufgrund der statistischen Auswertungen. Und da sehen wir hier einen durchschnittlichen Verlust von 25 Punkten während der letzten 24 Jahre. Denn es gibt auch Verlierer. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer Trefferquote oder mit einem heiligen Gral zu tun, sondern es kann natürlich auch immer mal wieder nach hinten losgehen. Deswegen ist es wichtig, sich abzusichern, Schrägstrich, auch Verluste natürlich hier zu kalkulieren. Und rein statistisch bewegen die sich hier im Bereich von nur 24 Punkten, das wäre praktisch hier das technische Risiko. Er gibt hier auch ein schönes CRV, wie wir sehen. So muss das aussehen. Also da kann man wirklich nichts, sage ich mal, dran lassen oder sich hier beschweren. Ein sehr, sehr schönes Setting, was hier eben symbolisiert, dass es grundsätzlich weiter bergauf gehen könnte. Das gleiche Bild kriegen wir auch vom Forex Bull, der uns hier praktisch den Euro Stoxx 50 auch in einer Beschau der letzten 17 Jahre einfach mal darstellt und hier mal in die Vorausschau der kommenden 40 Tage mal gespiegelt. Grundsätzlich nach einem heutigen kleinen Dip, und das sehen wir aktuell auch, hier stringent nach oben bis eben hier zum Ende des Jahres. Dann geht es sogar noch weiter, aber die Seasonal Pattern hier selbst eben nur bis zum 28.12. sollte eben hier rund 63 Punkte auf der Oberseite versprechen. Das, wie gesagt, technisch und saisonal mal hier die Ausgangslage. Wir haben ja, wie gesagt, den Wochenauftakt, hier die Freitagskerze. Man könnte auch den Stopp sozusagen hier unter die Donnerstagskerze setzen, um sozusagen das Risiko noch ein Stück weit, ja, unglücklicherweise will man fast sagen, zu erweitern, aber um dem Markt auch Spielraum zu geben. Selbst hier wäre noch das CRV akzeptabel, also die Chance größer als das Risiko, aber mit dem kleinen Wochenauftakt empfiehlt es sich hier durchaus auch nicht zu weit, das Risiko abzusenken bzw. Anzuheben vielmehr. Insofern der Stopp hier durchaus im Sinne des statistischen Mittels durchaus angebracht. Aber man kann natürlich auch hier schnell mal abgefischt werden. Aber rein technisch, saisonal sieht es gut aus und wir haben hier eine riesige Welle gesehen. Die Frage ist eben, ob es jetzt hier nochmal während der Vorweihnachtsfeiertage hier ein Stück weit ja, Verschnaufpause gibt oder, und das ist eben das saisonale Muster, es direkt weitergeht. Insofern passen wir mal den blauen Pfeil an. Die Bewegung, wie gesagt, ohne kleinen Rücksetzer direkt
direkt nach oben und es verspricht sich aktuell, das muss man zugeben, eben hier eine relativ klare Aufwärtsbewegung. Je früher der Markt hier bei den 63 Pluspunkten ist, desto besser. Kann sich aber, wie gesagt, auch durchaus ziehen und im Prinzip hier mit so einem Zickzack verlaufen. Aber technisch, wie gesagt, deutet viel darauf hin, dass der Markt genau dieses Level eben sehen will. Ganz interessante Ausgangsbasis, wie ich finde. Man muss davon ausgehen, wenn hier das Donnerstag-Freitagstief unterschritten werden sollte, dann könnte es vielleicht nochmal zum Pullback in Richtung 3100 Punkte kommen. Dann wäre praktisch auch das saisonale Setup hin. Das muss man natürlich auch unterstellen. Es gibt immer Plan B, beziehungsweise die Märkte können sich natürlich hier einen anderen Lauf suchen. Und das, wie gesagt, hatten wir während der letzten 24 Jahre ganze viermal, ergibt ergo eine Trefferquote von 83%. Und wenn wir das mal im statistischen Chart anschauen, dann haben wir hier das letzte Verlustjahr 2012 gehabt. Hier diesen kleinen Knick nach unten. Ansonsten, ne Moment, nicht 12, sondern 14. Da sehen wir den 12er Knick und hier den 14er Knick. Jetzt haben wir es. Und letztes Jahr gab es hier wieder satte 75 Punkte. Und jetzt muss man mal überlegen, wie es dies hier ausgeht. Aber grundsätzlich die letzten 24 Jahre im Schnitt eine beachtliche Performance und wir wollen doch mal sehen, ob die Saisonalität diesmal dem Ganzen treu bleibt. Man darf gespannt sein. Letztlich haben wir hier definitiv eine gute Ausgangsbasis. Sie können den Euro Stoxx 50 bei uns auch mit den Mini-Lots sozusagen handeln, also hier in dem 0,10 Cent-Schritt. Das können Sie neben dem DAX auch mit dem Euro Stoxx 50 durchführen. Testen Sie uns bei JFD, testen Sie hier faires Trading, transparentes Trading und natürlich auch die Trade-Verfolgung, insofern, dass wir niemals gegen Sie handeln. Den Rat kann ich Ihnen zum Abschluss geben. Wenn Sie den Euro Stoxx handeln wollen, dann tun Sie es beim richtigen Broker. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restfeierabend und genießen Sie die Vorweihnachtswoche. Morgen gibt es nochmal wieder eine Beschau und da habe ich sicherlich wieder das ein oder andere interessante Pattern saisonaler Natur für Sie. Seien Sie gespannt. Ich wünsche was, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.